die Feldtests, genauso wie die Labortests natürlich gezeigt, genau die Kombination macht sie aus. Universal ist immer schwierig. Ich denke, das kennt man einfach alles auf ein Werkzeug oder auf eine Operation zu begrenzen. Und genau aus der Kombination haben wir das geschafft, wirklich auch ein sehr hochleistungsfähiges Werkzeug zu generieren, das trotzdem noch fähig ist, verschiedene Materialien zu bearbeiten und verschiedene Frässtrategien. Beschichtung plus Substrat plus Geometrie macht das Werkzeug so universal und bringt die Performance natürlich entsprechend nach oben.